Burgenland ist man es gewohnt, dass mit zweierlei Maß gemessen wird. Das sieht man ganz besonders am Beispiel der Flächenwidmung Düracker in Großhöflein, wo den Grundstückseigentümern lange versprochen worden ist seitens der Gemeinde, seitens des Landes, dass die unteren Düracker in Bauland umgewidmet werden. Im Dorfentwicklungskonzept ist dieses Gebiet als Bauland vorgesehen. Alle Kosten für die Errichtung dieser Baufläche, für die Infrastruktur werden durch die Eigentümer getragen. Die Gemeinde Großhöflein hätte überhaupt nur Vorteile. Viele junge, bauwillige Familien wollen dort bauen, haben schon viel Geld in die Hand genommen. Und überdies handelt es sich bei der Frage der Flächenwidmung um eine ausschließliche Gemeindeangelegenheit, wo das Land nur dann die Zustimmung ablehnen kann, wenn begründete Bedenken bestehen. Und trotzdem will die burgenländische Landesregierung die Hälfte dieser Fläche nicht als Bauland gewidmet haben. Wir sind der Meinung, dass die Gemeinde das Land Burgenland klagen soll beim Verwaltungsgerichtshof, um hier dieses Unrecht zu beseitigen. Was uns besonders ärgert, ist, dass hier wirklich mit zweierlei Maß gemessen wird. In anderen Gemeinden werden zehntausende Quadratmeter problemlos umgewidmet, wie zum Beispiel jetzt in Kizzee, aber auch in vielen anderen Gemeinden. Besonders empörend für uns ist, dass es hier seitens des Landes und der BEWAG den Versuch gibt, hinein zu intervenieren. Wir haben jetzt in Großhöflein ein Schreiben der BEWAG bekommen und unterzeichnet auch vom Herrn Landesrat Bieler, wo ausgeführt wird, man soll die Frage des Begas-Anteileverkaufes nicht mit anderen Anliegen verknüpfen. Das Seltsame ist, dass gerade dieser Landesrat Bieler sehr wohl seine persönlichen Interessen mit seiner Tätigkeit in der Landesregierung verknüpft hat. Bei ihm wurde 2006 ein Grundstück, das landwirtschaftlich gewidmet war, innerhalb von nur 4 Tagen sowohl von der Gemeinde umgewidmet im Bauland als auch von der burgenländischen Landesregierung genehmigt. Wenn man sich hier anschaut auf dem digitalen Flächenwidmungsplan, wie das ausschaut, dann merkt man, auf welche Art und Weise hier Landesrat Bieler seine Position ausgenutzt hat. Ich darf hier zeigen auf dem Computer, wie das ausschaut. Während man also in Großhöflein sagt, es muss eine Biotopfläche vorhanden sein, es muss ein abgerundetes Baugebiet entstehen, während das in Großhöflein ja wirklich der Fall ist, die unteren Düracker würden sehr schön zu einer Abrundung des Baugebietes beitragen, hat sich beim Herrn Landesrat Bieler darum niemand gekümmert. Man sieht auf der Einstellung, dass sein Haus 80 bis 100 Meter von allen anderen Baulichkeiten entfernt ist, mitten ins Grünland hineinragt, links und rechts von Wiese bzw. Wald umgeben ist. Dort hat kein Mensch sich darüber beschwert. Wenn man bedenkt, dass er dieses Grundstück um 16 Euro pro Quadratmeter angekauft hat, die Umwidmung vorangetrieben hat, dann fragt man sich schon, ob hier tatsächlich mit gleichem Maß gemessen wird. Er hätte es sich ja leisten können, sich ein teureres Grundstück zu kaufen. Er hatte sich gerichtet. Die Großhöfleiner Gemeindebürger, die jungen Familien, die sollen hier ins Abseits gestellt werden. Das ist schlicht und einfach nicht in Ordnung. Und daher sind wir auch der Meinung, dass man seitens des Landes die Umwidmung rasch vornehmen soll. 4 Fragen abschließend an den Landeshauptmann, Herr Landeshauptmann Niestl. Erstens, ist es üblich, dass innerhalb von 4 Tagen ein Gemeinderatsbeschluss durch einen Landesregierungsbeschluss seine Bestätigung findet? In Großhöflein hat man gesagt, das dauert mindestens 6 Monate. Zweitens, haben die Mitglieder der Landesregierung davon gewusst, dass Landesrat Bieler auf diesem Grundstück, das in Bernstein umgewidmet wurde, bauen will? Drittens, hat Landesrat Bieler an der Beschlussfassung mitgewirkt? Hier bitten wir um eine rasche Auskunft, weil sollte das der Fall gewesen sein, dann wäre das ein glatter Amtsmissbrauch.
und dann müsste Bieler noch am heutigen Tag zurücktreten. We'll be right back.